flow. Follow the sun. Guten Morgen! Wir haben jetzt ein paar wunderbare Tage hier an der Ardèche verbracht. Und unsere Kinder und Freunde sind wieder nach Hause gegangen und wir haben jetzt noch 2 Wochen vor uns, wo ihr mitkommen könnt. Mein Schwager und Schwägerin, wir sind nun 2 Vans und fahren alles über Land runter Richtung Pyrenäen und freuen uns auf wunderbare Tage. Viel Spaß! Siehst du, ich habe noch das Kornbrot von ihm aufgeschrieben. Ja, genau. Aber ich habe ja noch mehr. Ja, der Kräutlein, oder? Also, von wo hast du die Kräuter? Thymian. Für meine YouTube-Freunde. Aus der Region um Ardèche, auf einem Hochplateau. Serlenen. Oh, super schön. Du müsstest ja Koch sein. Aber er ist natürlich Koch, er hat ein super Restaurant. Und jetzt macht er hier à la minute, le Gemüse, Legume. Dann haben wir zusammen einen großen Pfund. Dann haben wir einen großen Pfund. Ah, der Holdomat. Ah, le Dutch Oven. Le Pro. Jetzt haben wir das im Dach, musst du das mal jetzt sein. Wir haben das Dach. Und wir gehen da raus. Neben dem Dach. Boah! Ja, das ist jetzt wahrscheinlich.
Wir finden einen super Picknickplatz und genießen einen Lunch mit bester Aussicht. Enjoy! Das war aber erst ein Stopp für ein Lunch. Wir wollen nämlich weiter zum Château de Perrepertus. Um das Schloss zu besichtigen, muss man einen Eintritt bezahlen. Den Audioguide kann man sich aber sparen, der war nicht sehr informativ. Doch es geht eine Weile rauf und man ist sicher eine Viertelstunde am Rauflaufen, bis man beim Schloss ankommt. Dafür ist die Aussicht genial. Playing up.
Wir haben eine super Burg besichtigt und suchen jetzt einen Stellplatz für die Nacht. Nicht immer ist die Stellplatzsuche einfach. Auch hier mussten wir lange herumfahren und uns entscheiden, wo wir durchgehen wollten. Ein schmaler Durchgang unter 2 Meter ging dann trotzdem für uns alle und wir suchten uns einen Weg bis zu einer alten Kirche, die ganz ruhig dort stand, nur für uns. Frank hat gesagt, um 8 Uhr hört es auf. Martin hasst Marokko, aber wir machen den Tasche rein. Das ist halt für mich mit dem zu tun. Hallo, blauer Himmel. Ich kann nicht sagen, dass du in die Schnuppe gekommen bist. Ja, am Anfang, wo wir rutschen. Ja, eben. Er soll links vom Blut bleiben. Oder... Ja. Entschuldigung! Tasche rein. Wir müssen jetzt noch nicht. Soll ich das Tüchli nochmal bringen? Nein. Wir genießen diesen speziellen Stellplatz, kochen wunderbares Essen wie immer und haben eine ruhige Nacht. Schau mal dein Platz, unglaublich. Doppelter Platz als ein VW California. Unglaublich. Aber eben viele Knöpfe, Häkchen machen. Man muss ein bisschen talentiert sein, hä? Ja, unbedingt. 2 linke Hände geht nicht. Nein. Schaut mal dieser Platz an. Unglaublich. Und es ist noch nicht voll. Ja, und auf der Seite diese schönen Holzschränke, schön gemacht. Compagna, Firma Compagna, kann man nur empfehlen. So, erzähl mal, was wir heute machen, auf Hochdeutsch. Wir gehen auf Offroad-Tour. Ja, wir gehen hoch hinaus, auf 1400 Meter. Dann lass es knacken. Lass ich hoffen, sonst kann es nicht. Wir gehen jetzt voraus. Wir machen die erste Tour, die ist für SK 1 bis 2, für unsere Freunde nicht ganz so geeignet. Wir wollen kein Risiko eingehen und unsere Ferien versauen. Deswegen machen wir jetzt 1TB aus dem Buch Pistenkur. Wir können nur empfehlen, dieses Buch zu kaufen. Da ist viel Arbeit drin. Unterstützt diese Arbeit. Das ist wirklich mega. Hier geht's los. Start in die Tour. Von oben sieht man noch die Schneeberge. Ende Mai und es hat noch Schnee dort oben, aber hier unten schön
18 Grad. Gute Straße, wunderbar. Hier beginnt die Piste. Gut machbar auch für ein 2WD. Das ist jetzt die Stunde der Wahrheit, hä? Genau, das ist jetzt schon die Piste. Martin, du machst das super. Ja. Hat schon ein bisschen Gacki da raus, gell? Ein bisschen. Da rauf geht's. Also, mein Schatz hat es wieder mal wissen. Jetzt kommen wir da nicht mehr weg. Oh no! Weil die Wiese natürlich nass ist. Gut. Haben wir noch mal Glück gehabt, hä? Die Pyrenäen sind ein magischer Ort. Dort bei diesem Turm Frühstück zu essen, war ein wunderschönes Erlebnis.